Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch State of Decay 2 und zwar die Juggernaut Edition auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad und wir haben es hier, ja jetzt 3 Wochen geschafft. Nicht ohne Verluste muss man sagen, wenn wir hier mal reinschauen, sehen wir da hinten die Grabsteine stehen, ja 5 Verluste innerhalb von 3 Wochen, das ist brutal, aber wir haben auch einiges geschafft. Was ist der Plan für die nächsten Runden? Also, der Plan ist Ressourcen sammeln. Besonders Ersatzteile sind super wichtig. Unsere Situation stabilisieren und diesen permanenten Mangel, den wir hier haben, den zu bekämpfen. Das ist jetzt mein Hauptziel. Als Nebenziel würde ich gern die Gemeinschaft vergrößern. Keine Ahnung, ob das klappt, ob wir jemanden finden. Und Missionen würde ich gern lieber ein bisschen nach hinten verschieben. Allerdings ist die uns hier gerade abgefragt wird, schon relativ wichtig. Ach, da fällt mir noch was ein. Wir sollten mal ins Lager gehen. Das Lager ist ja hier. Sollten Materialien entnehmen und die im Van lagern. Und zwar, welchen nehmen wir den? Nehmen wir den. Denn wir haben nur ein kleines Lager und irgendwann verfallen diese Materialien einfach. Und ja. Das will ich natürlich nicht. So, zack. Ich glaube, 25 können wir immer bunkern. So. Okay, fein. Auch zu überlegen wäre, das Tor mal zu verbarrikadieren. 799 ist das alles soweit in Ordnung. Wir haben die Werkstatt auf 3. Wir haben den Garten. In Ordnung. So. Aha, okay. Ja, wir bräuchten jemand, der sich mit Gartenbau auskennt. Was haben wir hier? Die Anlage reparieren. Da könnte man eine Lounge bauen. So. Also wir haben das. Ja, und das meine ich eben, dieser permanente Mangel an Ersatzteilen, der macht uns auch echt zu schaffen. Können wir irgendwas zerlegen? Ich glaube, das Ding. Dann nehmen wir den Mod ab. Und dann sagen wir, zerlegen das Ding. So. Ah nee, davon haben wir ja genug. Knaller sind wichtig. So, Bolzen.
So, den können wir zerlegen. Gibt's was Neues? Ne. Das sind einfach mehr Spieler. Ressourcen. Okay. Okay, I'm coming to meet you. Ja, die würde ich jetzt ausnahmsweise mal machen. Weil das sind ja unsere letzten Alliierten. Ich meine, Rey Santos haben wir noch, aber. Mal schauen, hatten wir dort noch Benzin? Nee, leider nicht. So. Dann sollten wir. Dann zerlegen wir das Beil. Wobei das hat ein größeres Tötungspotenzial. Zerlegen wir das. Und sagen. Ach, es gibt niemand. Ah, okay, es gibt niemand, der Wissen in Mechanik hat. Das ist natürlich brutal. So, schauen wir mal, ein bisschen verbarrikadiert, dann fahren wir zu unseren Alliierten. Denn ich glaube, das war eine Mission, bei der man auch jemanden rekrutieren konnte. So, der Kev geht's auch nicht gut, ne? Wie sich schon mal so die Seite hält. Okay, er wird vermisst. Und zwar. Da. Wie sieht's denn aus mit Handlungen? Now that sounds about right. I'm running real short of patience with some people. Yeah. Joe, take a breath. Das kann auch noch mal in Gefahr werden, wenn die sich untereinander zoffen. To drop.
Do it. So, wir schauen mal, wie wir dort am besten hinkommen. Vielleicht. Ja, rumpeln wir einfach. Oh no. Genau. I take out the nearest plague heart. This should clear up. Fine. Well, nothing to do now but get to it. I just wanted to say, keep up the good work out there. What? Verstehe nicht, was hier gerade passiert. Denn ich erinnere mich daran, dass der so ein bisschen gemobbt wurde. Deshalb frustriert war und wie ihm das Angebot machen können. Ach, ist ja auch eine Base. Vielleicht auch nicht schlecht. Wie ihm das Angebot machen, zu uns quasi zu wechseln. Hey, are you there? Sieht nicht danach aus. I better keep looking elsewhere. Da gibt's auch einen Transporter. Hello. Anybody here? Nee. Well, that's a shame. They're not here. Oh, 300 Meter. Das ist aber ein schönes Stück. Ich glaube, da fahren wir mit dem Wagen.
only have one left. Na gut, wir können das mal da gucken, aber wir können auch warten. Gibt es denn in der Homebase was zu tun? Ja. Können sich mal nützlich machen, die beiden Jungs. Are you in here, hon? Hey, come here, will you? Ja. Oh, er sieht doch angeschlagen aus. So I've been thinking. Gap aufnehmen. Yeah, I guess I'll take you up on that. You should go meet your new friends. I'll catch up. Nee. Okay, willkommen bei der Gruppe. Shit, ich kann. Shit. Ich hab den nicht dabei. Jetzt steht der hier. Something at least. Wo ist unser? Are there any kind souls out here? I could really use a hand. Shit. Ah, das ist immer fies. Los geht's. Bloater alert. Ich kann ihn nicht einweisen, weil er nicht da ist. Okay, stecke fest. Ja, das ist ein Feral.
So, ist er jetzt da? Shit. Ja, das hat echt super blöd gemacht. I need to slow down. Mission fehlgeschlagen, jetzt ist der draufgegangen. Shit. Nichts wie weg hier. Okay, daran muss ich zukünftig denken, dass man eigentlich, wenn man nicht weiß, wie die Leute drauf sind, dass man eigentlich immer einen so eine solchen Medizin dabei haben muss. Okay, Überlebende. Right. Gap? Okay, da ist der also. Mitglieder noch nicht rekrutierbar. Na, da kommt ja richtig voll auf. So, das heißt also, wir müssen Querfeld ein. Be careful of plague zombies around here. Ooh.
Okay. Das war knapp. Okay. Wir machen hier eine kurze Pause. Hoffe, dass sie sich verziehen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Die Lage hat sich ein bisschen beruhigt. Ich würde jetzt gerne mal schauen. Wir hatten ja hier was. So, Gap hat es noch nicht mal aus dem Haus raus geschafft. Ah. Ja, natürlich auch so wie... Ich konnte ihn nicht mitnehmen. Er stand einfach wie angewurzelt da und starb. Das ist wirklich... Also, finde ich auch vom Game Design her problematisch. Klar, wenn man daran denkt, dass man immer eine solche Probe bei hat, was natürlich eigentlich richtig wäre, dann... kann man dem vorbeugen und ihm sofort eine Dosis verpassen. Aber... Ja, also das lief wirklich, wirklich schlecht. Für mich? Don't mind if I do. That's not going to fit. Okay, dann gehen wir zurück. Was denn eigentlich mit ihm? Oh. Er hat ein schönes Gewehr auf jeden Fall. Ich denke... I'll get your things home, hun. Don't worry. Ach, und den hätten wir so gut gebrauchen können, ey. Oh. Also manchmal frustriert dieses Spiel doch ungemein. Aber gut, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Ist klar, dass jetzt hier ein Feral kommt. Fangen wir gleich weiter. Alles voller Leute hier.
Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, mein Zeug wegzulegen. Matt Norma. Okay. Und wo ist der? Ah, hier. Hello there. I have many bounties available. Please take a look. In der Nähe der Basis, natürlich geil. So, das kann man auf jeden Fall machen. Das kann man auch machen. Man braucht hier echt Geduld. Wie läuft's in der Basis? Okay, in der Basis läuft's nicht gut. Das kann man wohl so sagen. Plus 10 Moral. Das nehmen wir gern. Wir haben jetzt zweimal Arbeitskräfte. Die Lounge. Ich denke, wir bauen die Lounge. Okay, unser Fahrzeug dampft. Wir dürfen uns jetzt hier keine weiteren Geschichten mehr erlauben. Das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, wie wir dann zurückkommen wollen. Vielleicht versuchen wir uns den Weg da lang durchzuschlagen, also dahin durchzuschlagen.
Aber es hat ganz gut geklappt. Wo ist der jetzt? Das ist der hier? Matt Norman? Die Spikes gefallen mir ganz gut. Use more people with tactical training. See what you can find. So, Isaiah hat eine Mission. Maybe I should get going on that. Das heißt, ich könnte folgendes... Ach, Mix muss in die... Genau. Also, das ist wichtig. Das ist wichtig. Könnte drohen zu gehen. How about somebody goes on a fuel run? Okay, dann machen wir folgendes. Wir gehen mal zu Merrick. Das ist jetzt eine etwas ungewöhnliche Art, seine Moral aufzubauen, aber die funktioniert in der Regel ganz gut. Und zwar lässt man zu, dass er gebissen wird. Möglichst noch, nur noch von einem Einzelnen. Dann kann er sich heilen und das verschafft ihm... ein positives Gefühl. Das ist ein bisschen crazy. Also. Er ist jetzt bei. Ist jetzt voll frustriert. Jetzt liefern wir ihn ein. I don't think I can go much longer without a rest. Okay. Na, es könnte sich natürlich in dem Moment rächen. Wo wir angegriffen werden. So.
Wie weit ist die Lounge? Noch 4 Minuten. Die wird uns nach vorn bringen. Da gibt's den Ofen. Ist nicht weit weg. Haben wir alles dabei? Meter. Ja, es ist halt ein Balancieren mit verschiedenen Herausforderungen und Schwierigkeiten. So, Toiletten. I may have flown off the handle a bit. Sorry. I'm definitely feeling a lot better. Anyone got work for me? Shit, Screamer! I cannot keep this up. Running low on that. Don't be a stranger now. Come on in. Yup. Mach ich. Look out, we got a creep over here. Der hat's wirklich auf mich abgesehen, der Punk. Ja, okay. Ja, ihr habt aber leider nichts für uns. Gut, dann gleich mal los. Was können wir tun? I got better. Beats the alternative. Spiele spielen. Ja, Baby. Auf dem Weg zu dir. If I take out the nearest plague guard, this should clear up.
Ja, aber daran ist jetzt im Moment überhaupt nicht zu denken. Ah, das passt ja. Das passt ja richtig gut. Shit, man. That is a lot of zombies. Okay, ihr habt neue Sachen zum Handeln, wurde mir gesagt. Yo, wanna trade? Yeah, okay. Wieder besseren Wissens gehe ich da nochmal hin. Weil ich glaube, man sieht wirklich, warum viele Leute das als so unspielbar betrachten. Weil das Game wirft einem so viele Knüppel zwischen die Beine. Das grenzt an Unfairness. That looks like a plague bloater. So, Gloria, wenn du dich bitte ruhig verhalten würdest, das wäre super. All quiet. At least, as quiet as it can get this close to a plague heart. Okay, fein. Was wir trotzdem mal machen können. Let's be careful. Wir können schauen, ob es hier noch was gibt. Yo, that is one sick juggernaut. Oh, cool. Und im Ideal ist es halt so, oder im besten Fall, dass Gloria sich uns anschließt. Okay, Moral ist stabil, das ist schon mal gut. Aber hier soll es noch irgendwas geben? Gibt es hier noch eine zweite Etage? Nee.
Ja, vielleicht draußen. Ach so, wir könnten gucken, ob man da noch was einbauen kann. Kann man da noch einen Mod einbauen? So, zum Haus. Ah, vielleicht nehmen wir sie auch erstmal mit. Kann sie mit uns kämpfen? The screamer, all right. Yo, great work, everyone. You're all goddamn champion. Das motiviert. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wir wollen dahin, okay. Like the place. Okay, running on empty. Step one, kill every zombie in sight. Step two, check for survivors. Okay, I'm officially confused. Where did everyone go? Did they just leave me? Oh, really? Auf jeden Fall. Damn. I appreciate it. Follow me. I'll take you home. Wir nehmen jetzt zurzeit jeden, so krass wie es klingt. Hier noch mehr? There doesn't really seem to be much in here. Wow, you're really good with that thing. Ja, stand's da. Doch mal schauen, ob wir vielleicht doch noch diese Infestation hier unter Kontrolle kriegen.
I consider all of you family. I'm so glad I met you. Oh. Thanks. Hey, can we meet up? We need to talk. Erstmal schauen. Gloria ist ja... Eigenwerbung. Wissen über Einfluss, okay. Schauen wir mal, wo die vier verbliebenen Zombies hier sind. Der? Leider nicht. Er? Ja. We can all take a breather. Infestations are under control now. So. Man wird doch dann zu ungeduldig. So, ich glaube, ich sollte jetzt vorher Medizin holen, nicht dass uns das gleiche passiert wie beim letzten Mal. He's at peace, at least. We got a hitchhiker! Heads up, incoming. Krasse Kämpfe. So. Wie geht's ihr? Aha. Oh, Blutseuchenopfer. Hm. Gut. Dann steig ein. Wir fahren nach Haus. I should get to an infirmary, or I'm done for.
Spend us some time. You're gonna like it here. You're awesome. Thanks for letting me join up. Nein, nein, nein. Hey, you need to take some sick time. Warum ist sie nicht hier? Abwesend? Warum ist sie abwesend? I'm gonna take it easy until I feel better. Better get fixed up. Sometimes I just take a walk to clear my head. There's no creepers. Ich weiß noch nicht mal, wo das Lazarett überhaupt ist. Ist sie hier? Ja. I'm really not feeling so good. Hey, it'll be okay. We'll take care of you. I appreciate the help. Sehr, sehr gern. Gut, dann kannst du auch gleich eine Waffe nehmen. Been bad, but I'm okay now. Hi there. Hey there. Acceptable. Life is currently acceptable. No room for that. We should build a still. So we can, you know, trade with people. Yeah, that's it. Wo ist denn dieser? Tough job, but someone around here should lead us. I'm not feeling too good. Well, that was loud. So, jetzt rüsten wir uns aus. So, wir brauchen... Davon leider zwei.
Gut. Dann fahren wir zu unseren Freunden. Much obliged. Where do we sign up? Infektion ist okay. I still can't believe you're gone. Und wo ist die andere? Waren es nicht zwei? This place is cleaned out. Genau, sie. Good to see a friendly face. Damas. Hi there. I could do with some backup. Whatever you say, boss. Krass, dass die Leute es teilweise nicht mal in unsere Basis schaffen. Okay, wir lenken ihn ab. Damit unser Partner zur Basis kommt. Things fast. Headshot now. Nice. Can we slow down a bit? The armor's gone. Warum tötet ihn nicht? I can go much longer without a rest. Okay. Ist da noch jemand? Ja, das noch mal. We've got these everywhere. Shucks.
my last shot. Time to reload. Oh no. Natürlich drei Türen hat. Oh, die Sache ist schwierig. Okay, okay, okay. So. Blutseuchenopfer? Nee. Wer hat die Blutseuche? Kath. Mann, Mann, Mann. Also ich finde, diese Basis ist irre schwer zu verteidigen. Wie viele Türen hat die denn? Eins, zwei und hat die hier in der Seite auch noch welche? Ach, da kommt man einfach so rein. Na, das ist natürlich... Oder? Ne, hier ist dicht. Gleich nochmal. Let's give it a try. Fein, fein. I'm all patched up. Where can I be useful? Das werden wir für dich. Da werden wir was finden. Mach dir keine Sorgen. Down to the last magazine here. Dann kleiden wir unsere Rekruten erstmal ein. Und zwar normale Shirt. Normale Shirt. Normale Shirt. Und wir sagen schwarze Strickmütze. Gut. Soweit so gut. Dann schauen wir uns an, was die können. Kath, Mechanikerin. Super. Super, super gut. Wir wechseln mal zu ihr. Und
und geben ihren vernünftigen Rucksack. Ja, damit muss sie jetzt erstmal auskommen, was natürlich nicht optimal. Aber ein Kampfmesser kann sie haben. Dann wechseln wir zu Gloria. So. So, wir geben dir einen vernünftigen Rucksack. Du hast eine Waffe, alles okay. Nice, du bist Meister der Eigenwerbung. Nicht schlecht. So, Isaiah ist Handwerker. Du bist ebenfalls Mechaniker. Dann geben wir auch dir einen guten Rucksack. Und eine schicke Waffe. Ist das nicht die richtige Munition dafür? Zu die, okay. Gut. Also, es sind jetzt erstmal alle versorgt. Klar geht's denen nicht gut. Aber wir können hier die Moral boosten. Das ist zum Beispiel schon mal gut. Wir können We got some shit to trade if anyone's interested. Oh, wandernder Händler. Ich glaube, den mache ich noch. Allerdings, wie viel Credits haben wir? 500, na, könnte was sein. Wir können noch Folgendes machen. Wir können Spiele spielen. Genau. Wandernder Händler, Ersatzteilhändler, okay. Der ist dort. Auf jeden Fall sollten wir zu dem gehen. I'm gonna go stretch my legs for a bit. Yeah, stretch my legs. So, F. Dann nehmen wir den ganzen Krempel mit. Holy hell, that's heavy. Ja. Dann fahren wir nochmal rüber. Den darf man sich nicht entgehen lassen. Ich glaube, dass ich diese, wenn er wieder diese Fräse im Angebot hat, würde ich die Fräse kaufen. We have some stuff for trade, if anyone's interested.
schwungvoll einpacken. Gut. Hier auch zum guten Stil. Wir machen erstmal die Tür zu. Yo! Okay. Let's make a deal. Sure, I guess so. Das sah nicht so doll. Also wir verticken ihm erstmal das hier aus. Shit. Take it easy. Feral, stay alert. Time for you to die. I got nothing left. Ist doch zum verrückt werden, man kann nicht mal zum Händler gehen. Versuche mal wegzulocken. Lässt sich nicht so leicht weglocken. Let's do some business. Sure, I guess so. This thing is heavy. Verzweifeln. Let's do some business. Okay, Lötstation, Ghetto Blaster, okay, okay. Norma, Desperado, Vagabond. Ja, das glaube ich das Wichtigste, was er hier für uns hat. Damn, that's heavy. Bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht. Also, ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ja, aber so ist es leider. Können wir hier gleich mal reparieren.
for a bit, so I brought back a few things. That's nett. Some sick time. Von unserem Fuhrpark repariert. So, du kannst dir eine Waffe nehmen und kannst dich erstmal ausruhen. Und dann nehmen wir die. So. Mix. The infestations around here are getting out of hand. Ja. 23 Tage. Wir haben eine ganze Menge geschafft. Also ich bin mit der Basis ganz zufrieden. Wir können hier eine Pause einplanen und haben nochmal Moralboost. Die Lounge ist wirklich eine coole, coole Sache. Und ja, dann können wir nochmal schauen. Wenn Kath Führerin werden sollte, wäre sie Baumeister. Gut. Ihn könnten wir zum Führer machen. Und er ist Sheriff. Gloria wäre Händler. Isaiah wäre... auch Baumeister. Dann Bert wäre Kriegsherr und sie wäre auch Sheriff. Ja. Waffenlager, Scharfschützenturm wäre mein Favorit. Wäre mein Favorit, ganz klar. Ja. Na gut. Okay, dann soll es das für diese Runde gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.